Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich wünsche euch eine geile Woche, bzw. einen geilen Wochenanfang, soweit man sagen kann. Heute wollen wir uns mit den großen Jungle Changes, die uns demnächst zu erwarten haben in LoL, beschäftigen. Wenn mich Leute gefragt haben, hey Tobi, sag mal, was ist eigentlich die beste Lane, um ein Game carryen zu können, vielleicht sogar Solo carryen zu können? Da habe ich immer gesagt, Leute, pick Midlane. Ihr seid die zentrale Säule im Game. Ohne euch würde alles um euch herum zusammenbrechen. Wenn die Toplane nicht läuft, dann geht ihr nach oben. Wenn die Botlane nicht läuft, dann geht ihr nach unten oder auch in den Jungle. Ihr habt wirklich überall Einfluss in diesem Spiel. Aber ich muss sagen, tatsächlich, dass es aktuell so ist, dass einfach Jungler komplett broken sind, ja. Das heißt, es ist gar nicht mehr wichtig, wer in der Mitte das bessere Matchup hat, ja. Ihr spielt gegen irgendeinen Gegner, der euch komplett hart countert. Das ist aber wirklich egal, denn es kommt einfach mehr oder weniger fast schon darauf an, wer den besseren Jungler hat, ja. One-on-One-Situationen auch auf der Top-Lane sind gar nicht mehr wirklich interessant, welcher Spieler wirklich mehr Skill hat, ne. Das kommt gar nicht mehr darauf an, sondern welcher Jungler früher in der Midlane oder auf der Top-Lane ist oder vielleicht halt auch insgesamt besser spielt. Gerade für mich ist das sehr, sehr schwierig, denn ich bin ja ein absoluter Freund vom One-on-One. Ja, natürlich ist LoL ein Teamgame, aber kennt ihr nicht alle diese Situation, dass ihr einfach euch mit eurem Kontrahenten messen wollt, ja? Wer ist der bessere Spieler? Bin ich der bessere Spieler? Habe ich gute Mechanics drauf? Oder unterliege ich sogar meinen Feind vielleicht so ein bisschen und kann aber hier und da noch so ein bisschen analysieren, warum habe ich verloren? Warum ist er besser als ich? Das Einzige, warum er aktuell besser ist als ich, ist, weil er einen Jungler hat, der 30 Mal in der Midlane ist, was ziemlich abfuckt. Und natürlich der Supporter, der mit Level 2 in der Midlane gängt, was erst gestern passiert ist. Hello? Hello? Und weil eben dieser Jungle-Druck gerade auf den Lanes so enorm hoch ist, soll dieser abgemildert werden und einige andere Sachen, Interaktionen, die dann mit dem Patch 8.10 in League antreffen werden. Was genau das ist, das werden wir jetzt besprechen. Es gibt hier vier große Ziele, die durch den Patch 8.10 erreicht werden sollen. Wie schon vorhin erwähnt, ja, das erste Ziel, der Druck durch die Jungler auf die einzelnen Lanes, soll reduziert werden. Das One-on-One soll wieder mehr im Vordergrund stehen und es soll der Spieler gewinnen, der skilltechnisch besser ist und nicht der, der den besseren Jungler hat. Ziel Nummer 2. Du hast eine zusätzliche oder vielleicht sogar mehrere zusätzliche Interaktionen im Jungle. Das heißt, du hast nicht nur noch deinen Jungle abfarmen und nur noch die Lanes ganken, sondern vielleicht sogar noch etwas dazwischen, worüber wir gleich sprechen werden. Punkt Nummer 3. Es soll mehrere verschiedene optimale Jungle-Routen geben. Im Moment kann man ehrlich gesagt davon ausgehen, dass ein Jungler immer dieselbe Route geht. Ja, das heißt, er fängt beim Blue Buff an, dann nimmt er sich die Wölfe und dann geht er zum Red Buff und dann geht er ganken wahrscheinlich auf der Top Lane oder auf der Mid Lane. Das heißt, es ist so krass vorhersehbar, dass du fast jedes Game, sagen wir mal zu 90%, die gegnerischen Vögel und den gegnerischen Golem bzw. die Golems counter-jungeln kannst. Natürlich gibt es hier und da den einen Champion, der ein bisschen anders jungelt. Das heißt, es gibt welche, die machen den Full Clear und es gibt welche, die fangen bei den Vögeln an oder machen die Vögel relativ früh, weil sie viel AOE-Clear haben. Aber die Variationen sind hier wirklich, wirklich sehr, sehr gering. Und Ziel Nummer 4 letztendlich, es soll verschiedenen Champions die Möglichkeit gegeben werden, besser im Jungle integriert zu werden. Das heißt, gerade einige Champions können einfach nicht jungeln, weil sie permanent keinen Mana mehr haben. Und das ist vielleicht schade, weil sie im Jungle relativ gut funktionieren würden, nur diese Mana-Probleme ihn einfach davon abhalten. Und daran soll ebenfalls was getan werden. Wie sollen diese Ziele erfüllt werden? Ganz einfach. Fangen wir an mit den Interaktionen im Jungle. Ihr kennt ja aktuell wahrscheinlich alle die Rift Scuttler. Rift Scuttler sind ganz nett, die geben ein bisschen Gold, die geben ein bisschen Vision, die essen meine Honeyfoods auf. Ich weiß gar nicht, verschwinden die Honeyfoods, wenn die das komplett aufsnacken? Aber auf jeden Fall, ja, sind nice to have, aber nicht so richtig krass. Diese sollen nun so verändert werden, dass es nur noch einen Rift Scuttler im Game gibt. Dieser spawnt jetzt deutlich früher bei Minute 1,40 schon. Und er wird random spawnen, das heißt entweder im oberen Fluss oder im unteren Fluss. Man weiß vorher, wo er spawnen wird. Das kann sich wahrscheinlich so vorstellen wie bei den Pflanzen so ein bisschen. Ja, hey, hier wird gleich eine Pflanze wachsen, hier wird gleich der Blue Buff spawnen etc. Und der wird, Achtung, so ein kleiner Raid-Boss werden. Der hat erstmal im Early Game 400 AP mehr, das heißt mit 1200 AP im Early Game ist er schon relativ, relativ tanky. Vor allem für Champions, die kein CC verfügen. Er hat deutlich mehr Gold zur Verfügung. Er gibt jetzt 100 Gold. Er gibt immens viel mehr XP. Der alte Rift Scuttler hat 10 gegeben. Der neue gibt 170 XP. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist das 17-fache. Klingt krass. Ist auch krass, muss man sagen. Gibt außerdem sehr, sehr viel Mana dazu, wenn ihr ihn killt. Ja, das heißt, ihr könnt danach direkt wieder in Action treten. Und im Prinzip muss man sagen, der ist jetzt einfach extrem wichtig.
Die Frage, die ich euch leider noch nicht beantworten kann, ist, ob man direkt zum Start des Games sieht, wo er spawnen wird, sodass man seine Jungle-Route eventuell an dessen anpasst, ja? Das heißt, okay, ich sehe, der Taunty spawnt auf der oberen Seite, ich mache jetzt genau diese Jungle-Route, oder ich sehe, er spawnt unten, ich mache jetzt genau diese Jungle-Route. Ich denke, das wird der Fall sein, kann ich aber noch nicht safe sagen. Und genau an diesem Punkt sind wir bei zwei weiteren Zielen, die wirklich viel, viel Impact auf das Jungle-Geschehen haben werden. Und zwar Jungle-Routen und Early Pressure auf den Lanes. Denn die Jungle-XP overall wird im ganzen Jungle reduziert. Du kriegst weniger XP, du kannst nicht mehr den aktuellen Level 3 Clear machen, du bist danach nur Level 2. Du hast jetzt drei Optionen, wie du Level 3 wirst. Das heißt Option Nummer 2. Du machst zwei Standard-Camps plus den Rift Scuttler, ja, Rift Scuttler, Raid Boss. Wenn du den dir wirklich einverleiben kannst, dann wirst du richtig schnell Level 3. Ist aber auch unglaublich gefährlich wahrscheinlich, weil eventuell der Gegner den nicht rausrücken will. Möglichkeit Nummer 2 ist, ihr macht drei Camps, wenn davon eins das Crux Camps, also die Golems sind, ja. Crux ist ein Camp, was sehr belohnend ist. Es gibt mehr XP als andere Camps, es gibt auch mehr Gold als andere Camps. Es ist aber auch relativ scheiße für einige Jungler zu machen. Ja, einige können es ganz geil machen, so wie Kane, und andere, die mühen sich da ab und kommen da einfach gar nicht voran. Die Jungler, die das tatsächlich clearen können, haben hier gute Möglichkeiten, ein frühes Level 3 zu werden. Und ich denke, dass dies schon eine der wahrscheinlichsten Jungle-Routen sein könnte oder wird. Oder die letzte Möglichkeit ist, wenn du vier Standard-Camps machst. Das heißt Blue Buff, Wölfe, Vögel und Red Buff. Dadurch wird das eine Ziel erfüllt, dass du deutlich schlechter bzw. deutlich später ganken kannst, ja. Mit Level 2 zu ganken ist meistens sehr risikohaft, du hast noch nicht alle drei Spells, meistens auf Kha'Zix zum Beispiel noch nicht mal den Sprung oder irgendwie sowas. Und da ist es doch schon ein bisschen scheiße, das heißt, du willst Level 3 werden, du musst 4 Camps machen und bist deutlich später auf der Lane am Start zum ganken. Hier kann man dann natürlich schon anfangen zu diskutieren, okay, was ist die beste Jungle-Route, ja? Natürlich, du könntest 4 Camps machen, das wäre ein safer Weg, das ist vielleicht ganz cool, aber okay, ich könnte Red Buff machen, ich könnte auch Blue Buff machen und irgendwie die Golems noch mit dazu, dann wäre ich Level 3, das ist ziemlich cool und das ist ziemlich safe, das kann ich auf jeden Fall machen. Allerdings, wenn ich mich wirklich für diese Route entscheide, gebe ich dem Gegner den Rift Scuttler, der einfach fucking den XP-Monster 100.000, also 100 Gold gibt. Und ja, ne, den willst du eigentlich dem Gegner auch nicht überlassen. Da muss man wirklich überlegen, wird er das machen, wird er das nicht machen, möchte ich das machen? Ne, da muss man wirklich mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Ein letztes Ziel haben wir damit noch offen, und zwar mehreren Champions die Möglichkeit zu geben, zu jungeln. Und zwar soll dies relativ einfach erfolgen, indem der Talisman, das Mana-Jungle-Item, Missing Mana herstellt. Ja, das heißt, wenn ihr wenig Mana habt, dann bekommt ihr viel Mana zurück. Das ist natürlich, muss man sagen, erstmal für zwei Sachen sehr, sehr geil. Es gibt schon etablierte Jungler, wie zum Beispiel Hecarim. Alle, die von euch schon mal Hecarim ein bisschen gejungelt haben, solltet ihr euren Blue Buff nicht bekommen, weil er gecounter-jungelt wird, solltet ihr früh sterben mit Level 2 oder Level 3 und keinen Blue Buff mehr haben, ist es mit Hecarim unglaublich scheiße zu jungeln, weil der Typ einfach permanent out of Mana ist und ihr euch eure Spells einfach krass einteilen müsst. Ihr müsst sagen, okay, ich benutze meine W nicht, ich benutze meine E nicht, ich benutze noch Q oder sowas. Das heißt, es wird ein Buff für Champions sein, die schon jungeln, aber gerade ein bisschen Probleme haben. Na, ihr könnt ja mal auflisten, welche euch da einfallen, wie Hecarim. Aber es wird bestimmt auch Champions geben, die aktuell noch gar nicht jungeln und die dadurch in den Jungle hineinkommen und denen Möglichkeiten geboten wird. Denn auch hier kommt noch eine weitere Änderung. Das Runic Echo, also das blaue, ausgebaute Jungle-Item, soll Mage-freundlicher werden. Das weiß auch noch nicht genau, wie das wird, aber ich kann mir das sehr, sehr einfach vorstellen, indem entweder A, der AP-Wert erhöht wird oder indem die Movement-Speed geändert werden. Movement-Speed ist ein toller Wert, ist nett für einen Jungler, um rumzukommen, aber ist eher sehr speziell für aggressive Jungler, wie zum Beispiel Evelynn, ja, ein Assassin, ein AP-Assassin. So ein Brand ist ganz nett im Jungle mit so einem Movement-Speed, aber so richtig anfangen kann er damit nichts. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieses Item in Zukunft entweder CDR gibt oder vielleicht einfach mehr AP oder noch ein weiterer Effekt da drauf ist. Müssen wir mal sehen. Aber sowas wird es in der Richtung sein. Ihr könnt mir ja gerne mal droppen, welche Champions ihr denkt, könnten jetzt in den Jungle neu reinkommen. Ja, durch dieses Jungle-Item. Vielleicht wird ja wirklich sowas wie Cassiopeia-Jungle, Brand-Jungle. Also Brand kann man ja schon jungeln, aber solche Champions, wo man gar nicht mitrechnet. Six, Syndra oder was weiß ich, ne? Oder vielleicht auch welche, die, ja, ich weiß nicht, lasst eure Fantasie mal freien Lauf, haut's in die Kommentare. Ihr könnt mir absolut gerne droppen, was ihr von den Änderungen haltet, vielleicht was euch dazu einfällt, wo ihr sagt, hey, das könnte interessant werden. Abschließend habe ich hier noch ein kleines Konzept, was ebenfalls unter dem Jungle-Änderungs-Thread gepostet wurde. Und zwar haben wir Ivan bzw. Voidbringer Ivan. Ja, sieht erstmal extrem cool aus, natürlich. Der normale Ivan war so, dass er seine
Monster ja mehr oder weniger beschützt oder nach Hause schickt, sie befreit. Und dieser Ivan, so wurde quasi vermutet oder gemunkelt, dass er sie in die Void-Welt transportieren könnte oder zu Void-Viechern machen könnte. Ne? Sieht auf jeden Fall cool aus. Natürlich, es ist nur ein Konzept. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es durchkommt. Aber man muss dazu sagen, es gibt hier und da tatsächlich Konzepte, die von Riot übernommen wurden. Beziehungsweise, ja, ähnlich übernommen wurden. Bisschen verändert hier, bisschen verändert da. Also ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Könnt ihr mir ja gerne eure Meinung zu droppen. Auch generell, was ihr von den Änderungen haltet. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.